DB-Pokal-Final Four, das zweite Halbfinale. Und da schnallen sich die Gastgeberinnen, die OSC Ice Ladies, die Kufen an. Der Gegner ist kein geringerer als der deutsche Meister, der ESC Planegg Würmtal. Hier im Valley sind die Mädels vom OSC aber besonders heiß. Und der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Regeln. Das Spiel beginnt relativ ausgeglichen, Berlin sogar mit der ersten Chance. Anne Barth scheitert aber an Lena Schuster. Planegg dann mit leichten Spielvorteilen, aber Berlin trotzdem weiterhin mit Chancen. Diese beiden vielversprechenden Gelegenheiten direkt hintereinander. Einmal Schuster und zum anderen Bartsch, beide vergeben. Schon früh wird klar, irgendwie fehlt hier die Abschlussstärke oder auch mal ein bisschen Glück. Das hat auf der anderen Seite dafür Planegg. Fiona Harra spielt den Puck in die Mitte, der wurschtelt sich durch und da steht es 1:0 für den deutschen Meister. Man will die Partie nicht vor dem Ende schon schwarz malen, aber für die Pokalrunden gibt es einen kleinen Fluch. Bisher konnte noch kein Finalausrichter den Pokal in der eigenen Halle behalten. Und danach sieht es jetzt auch nicht aus. Die Mädels in Weiß mit einer engagierten Leistung, doch vorne da klappt noch nicht alles. Immer wieder diese Chancenverwertung. Und trifft man selbst nicht, übernehmen das die anderen für einen. Vom ESC erklärt sich Chelsea von Glan bereit und erhöht auf 2:0 für die Süddeutschen. Mit diesem Rückstand ging es auch ins letzte Drittel. Und wenn die OSC Ice Ladies noch eine Chance wahren möchten, müssen sie langsam selbst mal treffen. Die Berlinerinnen sind eine Spielerin mehr auf dem Eis. Und das nutzt Emily Nix aus. Der 1:2 Anschlusstreffer. Und jetzt ist wieder alles offen. Die Schlussphase packt. Der OSC mit Druck aufs Tor, immer wieder nach vorne. Penalty schießen oder kleines Finale. Zittern. Das ist bereits der letzte Angriff. Doch Planegg kann sich befreien und zieht mit einem 2:1 Sieg ins Finale ein. Ja, also in der ersten Sekunde ist man natürlich total enttäuscht, weil wir haben uns wirklich viel vorgenommen und wollten den Titel verteidigen. Das heißt, jetzt sind natürlich erstmal noch alle ein bisschen traurig. Aber im Endeffekt bin ich sehr stolz auf die Mannschaft, weil wir haben wirklich bis zur letzten Sekunde gekämpft. Kompliment an Berlin, weil die aggressiver waren als wir. Und wir haben 2 Tore gemacht und nur 1 kassiert, deswegen haben wir gewonnen. Aber ich bin nicht ganz glücklich mit der Art, wie wir heute gespielt haben. Die Chancenverwertung der OSC Ice Ladies leider nur mangelhaft. Aber naja, ein bisschen lag's wohl auch am Finalfluch. Ja, also diesen Fluch wollten wir jetzt irgendwie mal widerlegen, aber irgendwie haben wir es nicht geschafft, leider. Es kann sein, dass der Fluch jetzt weiter besteht, aber ich hoffe, dass wir nächstes Jahr das halt irgendwie schaffen, dann den Pokal wieder zurückzuholen. Nach dem Spiel bekamen die Mädels von Brian Ashton noch den Meisterschaftspokal überreicht. Morgen soll es dann der DEB-Pokal werden.